Mehrere nationale Strafverfolgungsbehörden haben einen Online-Marktplatz zum Drogenhandel geschlossen und knapp 300 Menschen festgenommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Europol hervor. In den USA seien 153 Menschen festgenommen worden, in Deutschland 52. Mehr als 50,8 Millionen Euro in Bar und in virtuellen Währungen, 850 Kilogramm an Drogen und 117 Schusswaffen wurden beschlagnahmt. Europol hatte die weltweite Polizeioperation gegen den Monopoly Market koordiniert. Die Seite war nur im sogenannten Darknet zu erreichen.